Der Cinema Newsflash. Brandheiße Infos aus Hollywood und Umgebung. Hallo und herzlich willkommen zum Cinema Newsflash. Wir starten direkt mit Infos, die vor allem die X-Men-Fans unter euch interessieren dürften. Und zwar plant Deadpool-Regisseur Tim Miller nun ein neues X-Men-Spin-Off. Unterstützung holt er sich dafür bei Comicautor Brian Michael Bendis. Der kann eine 20-jährige Marvel-Berufserfahrung vorweisen und hat diverse X-Men-Comics erschaffen. Das Projekt trägt den Titel 143 und soll sich vermutlich auf einen Comic, auf einen X-Men-Comic beziehen mit dem Titel Uncanny X-Men. Im Mittelpunkt der Handlung sollen die Abenteuer der Kitty Pryde stehen. Kitty Pryde ist eine junge Mutantin, die sich durch Gegenstände wie Wände bewegen kann. Und einen ersten Blick auf Kitty konnten wir schon in den X-Men-Filmen Der letzte Widerstand und Zukunft ist Vergangenheit werfen. Die Figur ist ein wirklicher Fanliebling und diente unter anderem auch Joss Whedon für seine Serie Buffy im Bann der Dämonen als Inspiration. Was genau in dem Film im Mittelpunkt steht, bis auf Kittys Abenteuer, ist noch nicht bekannt. Auch die Produktion startet noch nicht. Allerdings kann man damit rechnen, dass ein ziemliches Comic-Spektakel daraus wird, denn Bendis kann mit seiner Berufserfahrung wirklich Erfahrung vorweisen und weiß ganz genau, was er tut. Und auch Tim Miller hat mit Deadpool ja einen der erfolgreichsten Marvel-Filme aller Zeiten erschaffen. Und mit dem Einspielergebnis von 780 Millionen Dollar wirklich alle Erwartungen gesprengt. Von daher können wir uns wirklich auf was freuen und sind gespannt auf neue Details. Wir machen weiter mit ein paar Serien-News. Und zwar wurde jetzt bekannt gegeben, dass James Franco auch zur zweiten Staffel der HBO-Serie The Deuce zurückkehren soll. Diese Entscheidung wird vermutlich von nicht allen positiv aufgenommen, denn wenn wir uns erinnern, kurz nachdem er für den Golden Globe nominiert und auch mit ihm ausgezeichnet wurde für seine Rolle als Tommy Wiseau, dem Schöpfer des schlechtesten Films aller Zeiten, The Room, kamen erste Vorwürfe ans Licht und zwar beschuldigten ihn diverse Frauen, sie sexuell belästigt zu haben. Diese Vorwürfe sorgten vermutlich auch dafür, dass er jetzt von der Liste der Oscar-Nominierten gestrichen wird oder wurde. Und deshalb ist die Entscheidung von HBO, ihn auch an der zweiten Staffel weiterhin zu beteiligen, ein ziemlich mutiger Schritt. Die Autorin oder eine Autorin der Serie, Megan Abbott, gab bei den Writers Guild Awards nun bekannt, dass Franco zurückkehrt. Und auch einer der Serienschöpfer, David Simon, beteuerte, dass Franco sich stets professionell verhalten hat am Set, sei es nun als Schauspieler, Produzent oder Regisseur. Ja, die Wahrheit wird vermutlich eher nicht ans Licht kommen. Franco zeigte sich ja kurz nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, sehr bestürzt in seinen Auftritten in den Late-Night-Shows von Stephen Colbert und Seth Meyers, wollte sich aber auch nicht weiterhin dazu äußern. Die Entscheidung, Franco künftig am Projekt teilhaben zu lassen, zeigt auf jeden Fall, dass HBO weiterhin auf seiner Seite ist. Und wir sind gespannt, ob diese Entscheidung vielleicht auch einen negativen Einfluss auf den Erfolg der Serie nehmen kann. Ja, und als letztes sprechen wir noch über einen Film, der morgen in den Kinos startet. Und zwar geht es jetzt auch um einen Regisseur, der seine Zuschauer regelmäßig in fantastische Welten jenseits der Vorstellungskraft entführt und als wahrer Poet des Fantasy-Kinos gilt. Die Rede ist natürlich von Guillermo del Toro und sein neuer Film heißt Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Beziehung zwischen einer jungen und stummen Putzfrau namens Eliza und einem mysteriösen Amphibienwesen, das in einer Forschungseinrichtung der US-Regierung festgehalten wird und zu Zeiten des Kalten Krieges als Forschungsobjekt genutzt wird und natürlich auch gefoltert wird. Wie gesagt, es entwickelt sich eine Beziehung zwischen den beiden. Und als die Verantwortlichen beschließen, das Wesen zu töten, startet Eliza eine Rettungsaktion, um das Wesen vor dem Tod zu bewahren. Ja, Del Toro verbindet hier träumerisches Fantasy-Kino mit düsteren Elementen des Monster-Genres und schafft es wie immer, die Sehnsucht nach einer besseren Welt laut werden zu lassen. Die Besetzung ist großartig, neben Sally Hawkins, die hier wirklich als stumme Putzfrau die Eleganz alter Stummfilmklassiker aufleben lässt, beeindrucken auch Richard Jenkins als ihr Nachbar und Octavia Spencer als ihre Arbeitskollegin, die Eliza bei der Rettung des Wesens unterstützen.
Aber man muss sagen, hier schockiert vor allem einer, und das ist Michael Shannon. Der spielt hier nämlich den Karrieristen Colonel Strickland, der unmenschliche Brutalität an den Tag legt und für seine Karriere wirklich alles tut. Ja, Del Toro schafft es mit seinem Film, den Zuschauer hin und her zu werfen, sage ich mal. Und zwar findet man sich im ersten Moment in einer grausamen Folterszene wieder, um sich nur im nächsten Moment in einer wundervoll inszenierten Musical-Szene zu verlieren. Und eben dieser Mix sorgt für ein wunderbares Fantasy-Märchen, das auch düster ist. Also, wir sind ganz begeistert und ja, können nur sagen, visuell überwältigend, und gleichzeitig liefert Shape of Water auch eine Hommage an die ganz alten Hollywood-Zeiten. Und weitere Infos zu Shape of Water findet ihr natürlich in der aktuellen Cinema. Die gibt es momentan an den Kiosken. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin filmbegeistert und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino. Der Cinema Newsflash. Brandheiße Infos aus Hollywood und Umgebung.